Ich habe mich mit der Geschichte des Urheberrechts beschäftigt. Ich bin eigentlich eher zufällig da reingeraten, weil ursprünglich bin ich der Frage nachgegangen, ob wir Softwarepatente brauchen. Ich bin auch ursprünglich von der Richtigkeit dieser gängigen Theorie zum geistigen Eigentum ausgegangen, die da besagt, im Wesentlichen mehr geistiges Eigentum oder ein umfassenderer Schutz führt zu mehr in Kulturgütern und führt zu mehr Einkommen bei den Autoren. Bei Software haben wir die Besonderheit, oder bei Softwarepatenten hatten wir die Besonderheit, dass die Software ja einerseits bereits unter das Urheberrecht fällt und die Softwarepatente wären als zusätzliche Regelung hinzugekommen. Das war eigentlich der Ausgangspunkt meiner Untersuchung. Dabei bin ich dann weitergegangen und habe eigentlich gemerkt, dass es sehr viele, wie angesprochen, sehr viele Studien gibt, in diese eine, in die andere Richtung. Es gibt immer diese Behauptung von den Vorteilen des Urheberrechts oder des geistigen Eigentums überhaupt. Es würde also als Anreiz dazu dienen, innovativ tätig zu sein, beziehungsweise bei den Urhebern eben kreativ tätig zu sein. Es ist dann für mich die Frage gewesen, wie kann man das dann bitte verifizieren für diese Studien, und ich bin dann reingegangen. Es ist also heute praktisch in diesem Rahmen der globalisierten Märkte kaum noch möglich, eine wirklich sinnvolle Studie hierüber anzustellen, ganz einfach, weil diese Übergänge zu diffus sind, als dass man wirklich klare, signifikante Ergebnisse bekommen kann. Ich bin dann zurückgegangen in die Geschichte und habe dann irgendwann mal rausgefunden, sozusagen, ja, was heißt rausgefunden, dass man hergehen kann, einerseits Großbritannien, wo wir relativ früh Copyright hatten, seit 1710, beziehungsweise tatsächlich gab es Copyright seit 1558 in Großbritannien oder damals England noch, wobei das damals noch der Gilde, der Buchhändlerzustand der Londoner Gilde, standen diese ausschließlichen Rechte zu. 1710 wurde dann der Autor als ursprünglicher Inhaber, der erste Inhaber. Ich habe jetzt deswegen hier dieses Bild hier mit Großbritannien auf der einen Seite, weil es damals die führende Wirtschaftsmacht in ganz Europa war, um 1800, das Bild ist 1792. Auf der anderen Seite, das ist jetzt Frankreich. Aber Sie können sich vorstellen, damals im Heiligen Römischen Reich sah es gewiss nicht besser aus als in Frankreich. Also die Briten waren sehr reich, die im Heiligen Römischen Reich bzw. in Frankreich war die Durchschnittsbevölkerung deutlich ärmer. Insgesamt ein bedeutender Punkt, weil wir im Heiligen Römischen Reich eine größere Bevölkerungszahl hatten, aber an potenziellen Lesern hatten wir im Heiligen Römischen Reich eigentlich nicht mehr, weil der Großteil der Bevölkerung damals noch nicht in der Lage war, sich Bücher zu kaufen. Wir hatten also so, womit ich anfangen möchte, um da einzusteigen, ist relativ klar, wir müssen eine Entwicklung haben über den Buchmarkt, deswegen habe ich hier diesen English Short Title Katalog genommen, das sind eine Sammlung der Druckwerke. Man kann da eigentlich erkennen, anhand dieses Katalogs, wie wir einen Ansteigen haben der Druckwerke insgesamt. Wir haben nur ein Beispiel, 1642 ist eine Spitze da, da ist zum einen das Copyright weggefallen, weil wir Bürgerkrieg hatten, das heißt, zum anderen haben wir aber eben gegen Ende des 18. Jahrhunderts, beginnend ab 1750, ein starkes Ansteigen, was ein Indiz dafür ist, wie sich das Lesen und das gedruckte Werk in der Bevölkerung immer mehr verbreitet hat. Das heißt, wir haben auch eine relativ lange gleichmäßige Phase hier von 1660, das war die Restauration wiederum, bis 1750 ungefähr. Was wichtig ist hier, ist natürlich weil ich es ja gerade vorhin angesprochen habe, dieses Urheberrecht selbst oder dieses Copyright, auch Gegenstand der Diskussion, es ist ursprünglich eigentlich immer Gegenstand der Verteilungskämpfe von Unternehmen gewesen. Wie überhaupt alle Monopole praktisch immer Gegenstand der Verteilungskämpfe von Unternehmen sind. Das heißt, da spielen weder die Autoren eine Rolle, haben noch nie eine Rolle gespielt, spielen letzten Endes auch heute, muss man ehrlich sagen, keine besondere Rolle, genauso wenig wie die Konsumenten. Die einzigen, die sich dafür einsetzen, wirklich, wären, wenn überhaupt, Politiker letzten Endes. Aber das deutsche Urheberrecht zum Beispiel 1870 ist geschrieben worden vom Börsenverein des Buchhandels. Das haben also nicht die Urheber geschrieben, das hat der Börsenverein. Das Gesetz von 1965, da kamen die Verwertungsgesellschaften hinzu, geschrieben waren es aber trotzdem letzten Endes Industrie plus Verwertungsgesellschaften, die sich angemaßt haben, sie sprechen für die Urheber. Haben wir auch hier mitbekommen, Musikindustrie sagt, wir vertreten die Urheber. Ist nicht unbedingt der Fall. Gehe ich nochmal zurück hier. Zweiter Punkt hier.
Für die Untersuchung war für mich wichtig natürlich, dass wir eine Marktuntersuchung können. Marktuntersuchung bedeutet damals, dass wir weg müssen von dieser ständischen Gesellschaft, wir müssen ein bürgerliches Publikum haben. Ich habe jetzt deswegen hier diese Tabelle, es kommt jetzt nicht darauf an, wie viel da drin steht. Das sind die Romane-Fiction, das sind diese Sachen, die man zur bürgerlichen Literatur liest. Wir sehen eben ab 1740, 1750 beginnt dieses bürgerliche Lesen in England. Im deutschsprachigen Raum ist es etwas später eingesetzt. Die Leute wissen es alle, nach dem Siebenjährigen Krieg mit Lessing und so weiter hat das angefangen. Gellert war 1750 einer der Ersten, hat etwas später angefangen als in Großbritannien, aber ab nach dem Siebenjährigen Krieg war dieses Stadium erreicht, wo ein bürgerliches Lesen festzustellen war, wo auch nahezu die ganze Entlohnung der Autoren über den Markt erfolgte, über Verleger. Das haben wir in Großbritannien schon früher gehabt, eben mit Copyright, muss man sagen, ab 1710. Die Frage ist jetzt nun gewesen, wie hat sich das Urheberrecht ausgewirkt? Ganz kurz, 1710 kam das Statute of Queen Anne. Das war vor 14 Jahre, 28 Jahre Copyright mit dem ursprünglichen Rechtsinhaber als Autor. Er konnte es abtreten an einen Verleger, wie heute auch, musste es aber nicht abtreten und konnte es verlängern lassen nach Ablauf von 14 Jahren. 1814 ist dieses Urheberrecht oder dieses Copyright verlängert worden auf 28 Jahre bzw. Lebensdauer des Autors. Im Gegensatz dazu haben wir im Heiligen Römischen Reich dann diese Übergangszeit, Rheinbund und so weiter, nach dem Reichsdeputationshauptbeschluss, Hauptschluss und dann im Deutschen Bund, haben wir eigentlich die Situation, dass bis 1835, 1840 der Nachdruck, wie man das damals hieß, weitgehend folgenlos blieb. In Österreich selbst kam das entsprechende Patent erst 1846. Die Österreicher haben sehr zwiespältige Beziehung, muss man sagen, traditionell zum Urheberrecht, auch die österreichische Schule zum Beispiel sieht das Urheberrecht ganz zweifelhaft, stehen große Zweifel, ob die das so sinnvoll oder wie es eben jetzt ist, gut finden. Ab 1770 begann dann eben die Zeit des Nachdrucks, ungefähr ab 1770, das heißt kein Buch war sozusagen vor den Raubkopierern, wie man heute sagen würde, sicher. Fast alles, was auf den Markt kam, wurde zum Beispiel in Österreich gerne von einem österreichischen Verleger, der dann auch noch geadelt wurde für sein Tun, von Herrn Trattner zum Beispiel kopiert. Auch in Deutschland gab es unterschiedliche Sachen. Es gab ein gewisses Verbotsrecht, weil die kopierten Bücher, die durften nicht zur Messe gebracht werden in Leipzig. Sachsen, sehr kleines Land, 1 Million Einwohner, relativ unbedeutend eigentlich insgesamt vom Gesamtmarkt her, hat aber die Messe gehabt. Leipzig, traditionell, die haben es 1750 ungefähr die Messe übernommen von Frankfurt, die Vorherrschaft, und die haben die Nachdrucke verboten. Aber ansonsten konnte man also überall Nachdrucken, raubkopieren, wie man sagt, und es geschah natürlich auch wie wild. Das heißt, es gibt Untersuchungen, dass in den Bibliotheken 50-60% der Bücher, die da vorhanden sind, sind Raubkopien, wobei man noch dazu sagen muss, dass die sogenannten Raubkopien oder Nachdrucke eben qualitativ viel schlechter waren als die Originalwerke und dementsprechend vielleicht sogar noch mehr gewesen sind. Jetzt kommen wir zum nächsten Punkt, nämlich die Einwirkung des Urheberrechts auf die kulturelle Vielfalt. Ich habe jetzt hier mal diese Zahl genommen. Wir sehen unten dieses sehr gleichmäßige, regressive Entwicklung, muss man sagen, das ist Großbritannien. Das heißt, wir haben in Großbritannien eigentlich von 1700 bis 1830, wo sich die Bevölkerung vielleicht für 2,5-facht hat, kein Wachsen eigentlich an Anzahl Novitäten. Es ist also eine Katastrophe letzten Endes, muss man sagen, was da passiert ist mit Copyright. Währenddessen wir in Deutschland oder im Deutschen Reich eine wunderbare Entwicklung haben, an und für sich, die sich an der Entwicklung der Gesellschaft orientiert hat. Wir haben erstens mal angesprochen, dass Wachsen des Marktes nach dem Siebenjährigen Krieg. Dann sieht man richtig, wie das weitergeht bis 1805. Dann kommen die Franzosen, marschieren ein mit Napoleon. Zack. Dann bricht er ein, der Markt, bis 1815, Wiener Kongress. Und dann haben wir ein Ansteigen wiederum, und zwar ein ganz gewaltiges Ansteigen, bis 1843. Und wenn das Urheberrecht in Kraft gesetzt wurde, 1837 in Preußen, danach waren die anderen Staaten alle
peu à peu verpflichtet, das auch umzusetzen. Einer der letzten war, wie gesagt, Österreich 1846. Und wir haben erstmal einen vollständigen Einbruch des gesamten Buchmarktes. Das heißt, die Behauptung, dass die kreative Vielfalt durch das Urheberrecht unbedingt gefördert wird, lässt sich sicherlich historisch nicht nachweisen, nicht im geringsten. Das Gegenteil ist der Fall. Das Gleiche gibt es übrigens auch bei Patenten. Kann man auch nicht unbedingt sagen, dass die so wirklich diese versprochene Wirkung haben. Wichtig ist allerdings natürlich, dass das Copyright in England manche Verleger extrem reich gemacht hat. Die waren also die ersten Pfundmillionäre mit. Die haben sehr gut verdient. Manche Autoren auch. Ich komme gleich dazu zu dem Autoreneinkommen. Grundsätzlich erstmal wichtig, mir wichtig, dieser Buchmarkt orientiert sich wirklich an der gesellschaftlichen Entwicklung. Sie müssen sich natürlich vorstellen, die Lesefähigkeit ist unwahrscheinlich gestiegen in dieser Zeit. Die Bevölkerung ist unwahrscheinlich gestiegen in dieser Zeit. Und in Deutschland haben wir wirklich eine Annäherung an diese Entwicklung. Wir haben hier diesen Tiefpunkt 1848, 49, das sind diese Revolution. Und danach wieder ein langsames Ansteigen. Die nächste Frage von diesem Urheberrecht, womit ich mich beschäftigt habe, ist das Einkommen der Autoren. Das heißt, Großbritannien, da haben wir Copyright, wie wir es heute kennen. Bestseller-Autoren, das waren weniger als 1%, die haben damals extrem gut verdienen können. Das heißt, Scott ist bekannt, Lord Byron, aber auch Robertson, es gibt so eine Handvoll, die wirklich, was jetzt heute vielleicht weniger scheint, aber Tausende von Pfund verdient haben. Tausende von Pfund erscheint heute wenig, aber damals war ein Einkommen von 30, 40 Pfund für einen Gesellen im Jahr Standard. 200 Pfund war schon relativ ein Einkommen von der Mittelschicht. Es waren also, man muss das also in Relation dazu sehen. Also wenn dann das Herr Scott, der diese ganzen, das war der bestverdienste Autor sicherlich seiner Zeit, dann im Jahr 10.000 Pfund verdient hat, dann ist das eine Unmenge an Geld gewesen, die der verdient hat. Aber der Durchschnitt leider, wir haben weiterhin eine Gruppe, gehen wir mal weiter, eine etwas größere Gruppe, die Einnahmen wie die akademische Mittelklasse verdiente. Das ist auch eine relativ kleine Gruppe, wobei man durch Berücksichtigung, es gab insgesamt sehr wenige Bücher, 500, 600, 800 Bücher im Jahr, wenn es in Deutschland da schon 4.000, 5.000, 6.000 gab, das heißt deutsche Autoren sind 1800 nach England gefahren, haben sie gesagt, was ist denn da los? Die Leute kaufen keine Bücher, die Leute lesen keine Bücher, was wir haben ist ein schwunghaften Secondhand Markt mit gebrauchten Büchern und die Leute gehen in den Buchladen, leihen sich einen Stuhl und da lesen sie das Buch. Danach stellen sie wieder zurück. Aber ein verbreitetes Lesen im Publikum und so weiter gab es in Großbritannien nicht. Problem Nummer zwei, also wie gesagt, es gab eine relativ kleine Gruppe, das waren aber auch nicht viele, muss man sagen, letztendlich sehr, sehr wenige, die so ein paar hundert Pfund vielleicht im Jahr verdient haben. Für den durchschnittlichen Autor waren eben, wie gesagt, 50 Pfund im Jahr. Das war schon ein außerordentlicher Erfolg. Meistens liegt es so 10, 15 Pfund, die wurden also äußerst schlecht bis gar nicht, kaum bezahlt. Zum Beispiel der Percy Shelley, der Mann, Ehemann von der Frau Shelley, die Frankenstein geschrieben hat, war ein bekannter Autor, der hat dann gesagt, er hat das Honorar für sein Buch, hat an einem Abend mit den Freunden aufgegessen, Abendessen gemacht, da war das Honorar für sein Buch weg. Das war also wirklich halt, ja, das war damals eben das Gang und Gäbe. Selbst Jane Austen oder so weiter, solche Leute, die haben äußerst kläglich verdient, 200 Pfund oder was, die hat für ihre drei Romane, hat sie insgesamt, ich glaube, 420 Pfund bekommen. Drei Romane, diese heute, ich glaube, eine ist, glaube ich, 11-mal verfilmt worden inzwischen, 420 Pfund, und zwar von einem der bestbezahlenden Autoren, also Murray war das, glaube ich. Ist also relativ mager. In Deutschland ist es ein bisschen schwierig, aber vor allen Dingen haben wir in Deutschland erstmal infolge des Wettbewerbs unter den Verlegern, haben wir erstmal eine sehr effiziente Buchindustrie bekommen, muss man sagen. Die war 1770, was gewiss nicht der Fall war, aber 1830 waren wir dann schon wirklich dann sehr gut, stand es hier da, mit steigenden Autorenhonoraren und einer Vielzahl von Novitäten, wie wir gesehen haben, schon anhand denen, und einem günstigen, auch günstigen aktuellen Büchern, im Gegensatz eben zu Großbritannien, wo alle Bücher, die neu auf den Markt kamen, sehr teuer waren. Und mit Einführung des Urheberrechts, auch wiederum interessant, ist in Deutschland das Einkommen der Autoren gesunken. Es ist keinesfalls gestiegen, wie man meinen könnte, sondern das durchschnittliche Einkommen der Autoren hat sich ungefähr halbiert. Ich habe jetzt mal einen groben Vergleich, wobei man natürlich sich darüber unterhalten kann, ob man die akademische Mittelklasse jetzt mit 150 Pfund im Jahr, 200 Pfund ansetzt und natürlich einen Zeitraum betrachtet haben von 60 Jahren und wir in Großbritannien vor allen Dingen eine deutliche Zunahme der Einkommen
der Mittelklasse in dieser Zeit schon haben, was wir in Deutschland noch nicht hatten. Aber man kann ungefähr sagen, ein Zehntel des Einkommens, ein akademisch, eines Jahreseinkommens ist der Schnitt, was damals bezahlt wurde, ganz grob geschätzt. Und es wurden insgesamt, muss man sagen, sehr wenige Bücher veröffentlicht, hauptsächlich eben für die Oberschicht und für die Leihbibliotheken. Copyright war letztendlich nicht belanglos, sondern schädlich für den durchschnittlichen Autor. In Deutschland haben wir das durchschnittliche Honorar, die Einkommen waren sehr viel gleicher verteilt, muss man sagen. Das heißt, der Bestsellerautor hat vielleicht das Vierfache bekommen oder das Fünffache, außer wenn man Goethe oder so nimmt, als der Durchschnitt bekommen. In ein Viertel bis zur Hälfte des Einkommens des Mitglieds der akademischen Mittelschicht war also letztendlich auch deutlich höher, als heute das Durchschnittseinkommen von Autoren ist. Allerdings ist es natürlich jetzt nicht so, dass man das Einkommen der Mittelschicht erreichen kann, was letzten Endes einfach daran liegt, Verleger fragen, wenn ein Buch sich 3000 Mal verkauft und es kostet 20 Euro, das sind 60.000 Umsatz, 50% davon frisst allein der Handel in der Zwischenzeit auf, da haben wir noch Kosten hier, das heißt, es ist eigentlich überhaupt nicht möglich, dieses Einkommen mit dem durchschnittlichen Werk zu erzielen. Von der Mittelschicht, da darf man sich keine Illusionen hingeben. Dieses kann gar nicht erzielt werden, muss man sagen, weil das Umsatzvolumen nicht ausreicht, um diese Menge an Geld zu generieren, vor allen Dingen, wenn wie heute der Handel so stark wird, dass der wirklich sehr viel wegnimmt. Früher war der Handel ein Drittel, heute 50% Amazon, 55%, die inzwischen Zeit kassieren. Und vielfach wird in der Literatur noch den Verlegern der schwarze Peter zugeschoben, ist meistens inzwischen Zeit völlig falsch. Die Verleger können überhaupt nicht mehr bezahlen, sie verdienen nicht genug, bis auf ein paar Ausnahmen. Die Autoren, Verleger sind jetzt inzwischen Zeit durch die Verlagerung dieses Marktsystems, stehen die heutzutage diesen marktmächtigen Einzelhändlern gegenüber. Das war früher nicht der Fall, weil jeder Einzelhändler sozusagen nur einen ganz kleinen Bereich hatte, der hatte keine Marktmacht aufbauen können. Amazon hat Marktmacht, die sind in einer anderen Position. Wie gesagt, die anderen Punkte habe ich, glaube ich, schon angesprochen in Deutschland. Viele Bücher zu vielen Gegenständen, das heißt die gesamte moderne Wissenschaft, dritte Renaissance, so sagt man, ist in Deutschland oder im deutschsprachigen Raum entstanden, diese Aufteilung der Wissenschaften in Geschichte, also weg von diesen vier klassischen Disziplinen, die man seit dem Mittelalter kannte. Und das war auch der Gegenstand der Veröffentlichung in Großbritannien. In Großbritannien hat man 1830 an und für sich den gleichen Gegenstand der Veröffentlichung gehabt wie im 16. Jahrhundert plus Romane. Wenn es in Deutschland wirklich da entstanden ist, diese ganze modernen Wissenschaften, die sind letzten Endes im 19. Jahrhundert, diese Naturwissenschaften vor allen Dingen, nicht, dass die in England oder so nicht existent waren, die waren 1800, waren die führend auch. In diesem Bereich, im technischen Bereich, waren die führend. James Watt, die Spinnmaschine, alles Mögliche, auch elektrische, waren sie führend, aber nicht im Bereich der Veröffentlichung. Die Wissensvermittlung Großbritannien, die war auf mündliche Weitergabe beschränkt. In Deutschland ist diese schriftliche Kultur eigentlich in diesem Sinne entstanden. So, ich möchte noch ganz kurz, relativ schnell, also man muss sich auch überlegen, wie das sich ausstrahlt, solche Sachen. Das heißt, 1840-50 wandten sich die Drucker gegen die Auslegung des Copyrights sowohl in den USA, da ging es um den Schutz von ausländischen Werken, wie auch in Großbritannien, da ging es um die Verlängerung des Copyrights. Es vernichtet Arbeitsplätze, ist kein Wunder, wenn man sich die Veröffentlichungszahlen anschaut, ist deutlich, wenn sehr wenig gedruckt wird, keine Druckerarbeitsplätze. Zweiter Punkt, Österreich-Ungarn trat als Vielvölkerstaat nicht der Berner Übereinkunft bei. Es verhindere, so war eines der Hauptargumente, Übersetzung in Sprache kleinerer Bevölkerungsgruppen. Es ging vor allen Dingen natürlich um Ungarn und um die slawischen Sprachen. Haben sie große Probleme gesehen, weil Übersetzung da, ja, wenn es 3 Jahre ist, dann machen wir es noch mit, 5 Jahre schon sehr lang und so weiter und so fort. Also kann man sich nachziehen. Letzter Punkt, vielleicht nochmal kontrafaktisch. Internet, wenn vom Anbeginn an das Internet so gewesen wäre, wie sich heute die Verleger vor allem das vorstellen, jeder Vorgang kostet Geld. Ich glaube, wenn man sich das überlegt, das Internet wäre auch nicht das, was es heute ist, sondern es wäre irgendein verkrüppeltes Etwas, meine ich, weil da würden nur ein paar Leute das benutzen, ein paar Finanzinstitutionen, Rechtsanwälte, die sowieso gewohnt sind, für Informationen Geld zu bezahlen. Erst dadurch, dass es so billig ist, ist das Internet erst das geworden, was es ist. Das hat's also. Man muss sich überlegen, wir haben es hier mit fallenden Stückkosten zu tun in diesem Bereich, und zwar ständig. Und da gilt eigentlich das umgekehrte Prinzip, das heißt, irgendwas ist in Massen vorhanden, nicht weil es billig ist, nicht das klassische ökonomische Vorstellung, etwas ist billig, weil es in Massen vorhanden ist, sondern genau umgekehrt, etwas ist in Massen vorhanden, weil es billig ist.
Also das ökonomisch, der Ökonom sagt ja, wie Wasser, das häufig vorhanden ist, ist billig, Diamanten sind teuer, aber wo wir mit fallenden Stückkosten produzieren können, haben wir genau das umgekehrte Prinzip. Es ist deshalb in Massen vorhanden, weil es billig ist. Deswegen wird es auch in Massen produziert und in Massen genutzt, was der Ökonom an und für sich ja auch gut findet, eben weil es die sogenannte ökonomische Wohlfahrt fördert, worauf ich jetzt nicht weiter eingehen kann. Kurze Theorie vom geistigen Eigentum ist eigentlich besprochen worden. Mehr Urheberrecht führt nicht zwingend zu mehr Einnahmen bei den Autoren und umgekehrt weniger muss nicht genau den gegenteiligen Effekt haben. Das ist, glaube ich, deutlich geworden, wenn man auch heute sich anschaut, die Textmenge, die produziert wird, ist natürlich durch das Internet auch nicht weniger geworden, auch wenn vielleicht der Umsatz sinkt, aber das heißt noch nicht das. Nächster Punkt ist den gedanklichen Ablauf dieser Theorien, geistigen Eigentum, ist in der Wirklichkeit überhaupt nicht eingetreten. Das heißt, diese Gesetzesmäßigkeit, die da gerne unterstellt wird, behauptet wird, die stimmt nicht, die passt nicht. Es ist kein Naturgesetz, sondern die Vorgänge sind in der Marktwirtschaft sind viel, viel komplizierter und in der Marktwirtschaft, die hat die Tendenz, alle Schwächen auszunutzen, die es gibt. Und sobald es sich irgendeine Schwäche gibt, wo man auch noch Geld verdienen kann, da wird reingegangen und ob das dann unbedingt jetzt hier diese Methode mit diesen Urheberrechten, diesen übertragbaren Urheberrechten als Handelsgutes richtig ist, das mag ich sehr zu bezweifeln, aber das ist ein anderer Punkt. Ganz kurz noch einige Missverständnisse möchte ich sagen, weil gerade vorhin war geistiges Eigentum, mal wieder diese Rede, also Eigentum und körperliches Eigentum. Die Frage ist natürlich, was eigentlich kaum jemand beantwortet. Die Leute sagen immer, was geistiges Eigentum alles nicht ist. Was es ist, das sagt eigentlich keiner so richtig. Können Sie sich mal gerne überlegen, mal nachschauen, wo steht denn bitte drin, irgendwo positiv, was geistiges Eigentum ist. Die Juristen kommen an, geistiges Eigentum ist ein Bündel von Rechten. Beschreiben aber gar nicht, was Objekt des Rechtes ist, sondern sie sagen nur, was derjenige, der Inhaber dieses Rechts ist, was der darf oder was er nicht darf, was die anderen Leute nicht dürfen oder nicht dürfen. Also es gibt eigentlich zwei gängige Theorien vom geistigen Eigentum, zwei gängige Ansichten, die klassische, darauf wurde ich angesprochen, soll ich ja sagen, es ist vom Hegel, geistiges Eigentum ist meine persönliche Fähigkeit, ein Buch zu schreiben, ein Musikstück zu schreiben, das ist die Fähigkeit, davon zu unterscheiden ist, Hegel ist das sehr klar, ganz klar, sagt er, davon zu unterscheiden ist das Arbeitsergebnis, was dabei rauskommt, die Rede, die Komposition, die fällt nicht unter das geistige Eigentum, das ist nicht diese persönliche Fähigkeit, dieses geistige Eigentum in diesem einen Sinne, diese persönliche Fähigkeit, kann überhaupt nicht Gegenstand eines Rechts sein, weil wenn man im Sklavenbereich sozusagen, dass der Mensch sozusagen selbst von sich, also es kann zumindest nicht kein Recht sein, das man übertragen kann. Ich kann nicht meine persönliche Fähigkeit, eine Rede zu schreiben, jetzt ihm hier übertragen. Diese persönliche Fähigkeit ist ganz individuell. Was rauskommt, ist das Arbeitsergebnis, das ist davon zu trennen. Das ist nicht das geistige Eigentum. Das ist ein Arbeitsergebnis, ein Text, eine Komposition. Zweiter Punkt, was Hegel natürlich auch sagt, wo er völlig recht hat, ist natürlich, jeder Mensch, der seine Fähigkeiten hier zur Geltung bringt, der lebt in einer Gesellschaft, das heißt, Mozart hätte im Jahre 2013 eine ganz andere Musik geschrieben als im Jahre 1780 kommt natürlich auch hin, aber man ist natürlich ein Produkt seiner Gesellschaft, insofern produziert man natürlich den Großteil, was man macht, der geht aus von der Person, was er aufnimmt. Und daraus verarbeitet er etwas und es kommt was raus. Aber es ist natürlich zum Großteil, wenn man sich mal nur realistisch nachdenkt, der Großteil ist natürlich einfach nur Verarbeitung von dem, was man erlebt und es wird dann rausgegeben. Es ist also nicht irgendwie dieser Schöpfer, der über dem leeren Nichts schwebt, wie man es von der Bibel her kennt, Gott, der über der Erde schwebt und dann aus dem Nichts heraus schöpft, sondern man ist immer in seiner Gesellschaft drin, man ist immer verwoben mit seiner Gesellschaft. Was dabei rauskommt, kann natürlich etwas ganz Besonderes sein, kann auch ganz was Langweiliges sein. Also, positives Eigentum. Zweiter Punkt, Objekt des Eigentums ist beim rechtlichen Bereich, weg von Hegel, beim rechtlichen Bereich ist das Eigentum, Objekt des Eigentums ist die körperliche Sache. Ich kaufe mein Brot und es ist Objekt des Eigentums, dieses Brot und Interesse daran ist natürlich, dass ich das Brot essen will. Beim geistigen Eigentum sagt man sich erst, denkt man meistens, geistiges Eigentum, das Objekt sei das Werk. Nur ein Verleger zum Beispiel, der kauft das geistige Eigentum, der muss das Werk nicht einmal gelesen haben, der weiß gar nicht, was er da hat. Er muss es nicht mal lesen, es gibt unwahrscheinlich viele Verleger, die haben unwahrscheinlich viele Rechte und wissen gar nicht, was sie haben. Sie erwerben auch nicht das Recht an dem Werk, oder sie erwerben das Recht zu einem Werk, aber es ist nicht das Objekt, was sie haben. Das Werk selbst, wenn man davon ausgeht, ist nicht, das Objekt ist nicht das Werk, sondern weil man kann so ein Werk gar nicht zum Objekt machen, das ist immateriell.
Das kann, es ist unmöglich, etwas Immaterielles als Objekt anzusehen. Es ist keine Res Extensa, wie Spinoza sagen würde. Es ist kein Objekt, das sozusagen ist, sondern das Immaterielle ist die Besonderheit ist, es ist eine Möglichkeit letzten Endes, dass irgendjemand gegen das Recht verstößt. Das ist an, was sich der Gegenstand dieses Rechts ist. Man konstruiert eine Art Freiheitshand, ein Verbot, mit etwas zu handeln, mit dem Zweck, sozusagen, indem man, also wenn ein urheberrechtliches Werk geschrieben wird, tritt automatisch ein Handlungsverbot aller anderer, für alle anderen in Kraft, irgendwas zu tun. Das ist an für sich dieser Gegenstand, und zwar der Zweck dabei ist natürlich, damit Geld zu verdienen. Das ist der Zweck, und zwar, was das Urheberrecht konkret macht, ist eigentlich, es schafft die Möglichkeit, oder es schafft die Erhöhung einer Chance, mit irgendwas Geld zu verdienen. Die Erhöhung der Chance, mit irgendwas Geld zu verdienen. Das ist das, was eigentlich man ganz konkret nur sagen kann. Es knüpft an gewisse Sachen an, indem man die eine Sache mit der anderen vergleicht, das sogenannte Immaterialgut. Das ist aber, wie man sagt, immateriell überall und auch nirgendwo. Es ist nur eine Möglichkeit der Verwirklichung. Es ist tatsächlich aber kein Objekt, weil es kann auch gar nicht beschädigt werden. Das heißt, Mozarts Zauberflöte ist gemeinfrei. Ich weiß nicht genau, aber das Objekt hat nicht darunter gelitten, meine ich. Kann nicht beschädigt werden. Der Rechtsinhaber als Person kann natürlich auch nicht selbst Objekt von sich selbst sein. Also das heißt, es gibt eigentlich kein Objekt, sondern es gibt eigentlich nur, darum geht es eher, eine Möglichkeit eben Geld zu verdienen, damit das ist der Hauptzweck. Zweiter Punkt ist natürlich dieser Schutz der Werkintegrität, aber der in diesem Bereich heutzutage wenig Interesse, in diesem Diskussionsforum wenig Interesse besteht, weil da weitgehend Einigkeit besteht, sieht man mal ab von der Werknutzung. Wie gesagt, wenn man davon ausgeht, dann muss man eigentlich sagen, man sollte jetzt nicht das Eigentum oder die Durchsetzung des Rechts in den Mittelpunkt stellen, weil an und für sich geht es um die Förderung oder angemessene Entlohnung von Personen. Nicht die Durchsetzung eines Rechts. Das Recht ist nur das Mittel dazu. Es ist nicht der Zweck. Das heißt, wenn man ankommt, sagt Schutz des geistigen Eigentums, ja, interessiert an und für sich niemand, sondern der Zweck ist die angemessene Entlohnung von gewissen Tätigkeiten. Es können die der Verleger sein, die der Urheber. Erstmal, aber es geht nicht darum, irgendein Recht durchzusetzen. Wie man diesen Zweck erfüllt, es gibt ganz unterschiedliche Methoden, wir wurden darüber gesprochen, muss eben aber nicht unbedingt diese lückenlose Durchsetzung des Rechts, muss nicht unbedingt das Optimum sein. Es gibt keine optimale marktwirtschaftliche Lösung, es ist eigentlich, glaube ich, jedem klar. Wir haben einerseits das Problem, was heute diskutiert wird, es ist ein öffentliches Gut, das heißt, es ist anders als ich frei nutzbar, die Luft zum Atmen, was aber eben das Problem, die Ökonomen sagen, es impliziert das Problem, dass kein Anreiz besteht zur Verbreitung des öffentlichen Gutes, deshalb die Monopolisierung. Mit der Monopolisierung haben wir einerseits ein Marktversagen, ist öffentliches Gut, Monopolisierung ist Ursache für ein anderes Marktversagen, nämlich zum einen Wettbewerbsabgrenzung, zum anderen werden die steigenden Skalenerträge, die wir haben im Bereich des geistigen Eigentums, die werden dadurch noch mehr potenziert. Steigende Skalenerträge sind eigentlich auch immer ein Problem, weil die führen manchmal zur Oligopolisierung, oft manchmal auch zur Monopolisierung. Extrembeispiel ist Google. Das ist Zeit zu Ende, Monopolisierung. Google zum Beispiel ist im Bereich tätig mit steigenden Skalenerträgen, ist der einzige Anbieter im Bereich Suchmaschinen, der wirklich sich durchsetzt, der auch was verdient. Die anderen verdienen letzten Endes überhaupt nichts dadurch. Sind auch im Bereich, wo wir steigende Skalenerträge haben. Ob wir da ein Urheberrecht oder ein Copyright oder sonst was drauf haben, ist nicht das Entscheidende. Entscheidend sind die steigenden Skalenerträge, die zu Problemen im Markt führen können. Ein letzter Punkt noch ganz kurz. Urheberrecht muss letzten Endes Marktmacht schaffen, weil ohne Marktmacht funktioniert das Urheberrecht nicht. Dementsprechend haben wir natürlich auch die Situation, dass das Urheberrecht dem durchschnittlichen Autor oder dem durchschnittlichen Urheber eigentlich praktisch sehr wenig bringt, weil der keine Marktmacht hat. Marktmacht bedeutet das Angebot und Nachfrage, dass er dann eine mächtige Situation ist, die hat er nicht. Und nur denjenigen, die an für sich schon die Marktmacht haben, hilft es. Das heißt, es hilft im Schnitt, Durchschnitt eher den Starken als den Schwachen. Ob es dem Durchschnitt wirklich hilft, ist eher zweifelhaft. Deswegen, das wurde gerade vorhin angesprochen, das komme ich leider nicht mehr dazu, es allzu viel auszuführen. Wir haben ein Gerechtigkeitsproblem auch dadurch, dass wir eben den Starken durch das Urheberrecht noch mehr helfen, währenddessen die Schwachen eher keine Förderung erfahren. Das heißt, der durchschnittliche Autor, Musiker erfährt keine Förderung. Deswegen ist mein Appell gewesen in der Runde, wenn wir hergehen und in Verwertungsgesellschaften Gelder einsammeln, dass wir da wirklich ein ethisches Gerechtigkeitsprinzip etablieren, dass wir sagen, wir
konzentrieren uns nicht an eine lineare Entgelt anhand der Stückzahlen, sondern sogar eine degressive, von mir ist sogar auch eine Deckelung, dass wir sagen, mehr als 4.000 Euro im Monat soll keiner aus den Verwertungsgesellschaften zum Beispiel halten, weil das ist auch nicht viel mehr als wir können uns orientieren von mir an Richter, was Richtergehälter bekommen und so weiter. Der Staat hat nicht unbedingt den Zweck, irgendwelche Millionäre noch reicher zu machen. Das ist nicht die Aufgabe bei solchen Systemen. Deswegen meine ich da eine degressive Entlohnung. Letzten Endes ist die auch, es gibt auch kein, noch einen letzten Punkt, es gibt auch kein ethisches Grundprinzip, ökonomisch oder ethisches Grundprinzip, dass jeder an jeder Nutzung, die irgendwie mit seiner Leistung zusammenhängt, entgolten werden muss. Da würden sich die Arbeitnehmer sehr freuen und die Aktionäre sehr ärgern, wenn sie sozusagen an jedem Erfolg, den das Unternehmen macht, beteiligt werden. Dieses ethische Prinzip, was im Urheberrecht immer so hochgehalten wird, es ist an und für sich im Bereich der Arbeit, nirgendwo ist es durchgesetzt. Es wird nur im Urheberrecht so hochgehalten, plötzlich, indem man sagt, ja, an jeder Nutzung musst du beteiligt werden. Und dadurch wird dieses Immaterialgut, das sich überall das in die Kinderzimmer hineinschleicht letzten Endes und überall agiert, wird gemacht. Aber es gibt dieses Prinzip, gibt es meines Erachtens, ich kenne auch niemanden, nirgendwo dieses Prinzip außerhalb im Urheberrecht letztens. An jeder Nutzung zu beteiligt sein, gibt es eigentlich nur im Urheberrecht. Macht, wie gesagt, kein Arbeitnehmer, kein Professor kriegt dafür Geld, dass seine Studenten hinter Erfolg haben. Kein Meister kriegt dafür Geld, wenn sein Geselle hinter Erfolg hat, obwohl die natürlich auch alle dazu beigetragen haben, auf eine Art. Und das ist also, die Zeit reicht leider nicht für mehr, aber ich möchte dann damit auch schließen. Kurz und danke. Ja.